Seit Oktober letzten Jahres geht Israel mit massivster militärischer Gewalt gegen Ziele im Gazastreifen vor und hat dabei schon rund 30.000 Zivilisten getötet. Amira Mohamed Ali vom Bündnis Sarah Wagenknecht findet klare Worte über das israelische Vorgehen in Gaza. Was Israel in Gaza macht, hat mit Selbstverteidigung nichts zu tun. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Rede von Mohamed Ali hier an. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden, sind ein entsetzliches Verbrechen. Dass nach wie vor Geiseln in der Gewalt der Hamas sind, ist unerträglich. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Was aber seit Monaten im Gazastreifen passiert, hat mit Selbstverteidigung nichts mehr zu tun. Mehr als 30.000 Menschen wurden im Gazastreifen getötet, über 70.000 verletzt. 50.000 Kinder sind zu Waisen geworden. Über 13.000 Kinder sind bereits gestorben. Und laut UNICEF kommen jeden Tag mindestens 100 weitere tote Kinder dazu. Sie sterben durch Bomben, sie sterben durch fehlende medizinische Versorgung und sie verhungern. Und jeder, der sich hinstellt und angesichts dieses Elends nicht laut sagt, dass dieses Handeln der israelischen Regierung völkerrechtswidrig ist und sofort beendet werden muss, der muss mir von Moral und Werten und Völkerrecht wirklich nichts mehr erzählen. Ja, die Zahlen, die Mohamed Ali hier vorgetragen hat, sind ziemlich eindeutig. Der Gaza-Konflikt hat jetzt schon rund dreimal so viele zivile Opfer in einem halben Jahr gefunden wie der Ukraine-Krieg in 2 Jahren. Und was über den Ukraine-Krieg in den Medien geschrieben wird und was über den Gaza-Krieg, da brauche ich ja jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen. Also der Ukraine-Krieg, da wird einseitig auf Russland eingehauen und es wird dargestellt, wie schlimm Russland dort Krieg führe, wie außergewöhnlich brutal. Und Israels brutales Vorgehen im Gazastreifen wird zu einer legitimen Selbstverteidigung umgedeutet, was, wie Mohamed Ali hier gerade begründet hat, völlig absurd ist. Deutschland liefert Hilfsgüter Richtung Gaza, gleichzeitig aber auch Waffen an Israel. Seit Beginn des Krieges bearbeitet die Bundesregierung Waffenkäufe aus Israel sogar prioritär. Das ist ungeheuerlich. Selbstverständlich hat Deutschland aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung gegenüber Israel. Aber diese Verantwortung beinhaltet nicht, die israelische Regierung darin zu unterstützen, eine so entsetzliche humanitäre Katastrophe anzurichten. Und wenn man sieht, dass sogar Angehörige der Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden, gegen diesen Kurs der ultrarechten Regierung hinter Netanjahu demonstrieren, dann kann man doch nicht einfach behaupten, es gehe hier um die Sicherheit Israels. Will man der Hamas den Nährboden entziehen, dann müssen die Rechte der Palästinenser respektiert und eine Zwei-Staaten-Lösung endlich vorangebracht werden. Dafür muss Deutschland sich konsequent einsetzen. Dankeschön. Das ist politisch nur leider nicht mehr realistisch. Also, das liegt jetzt nicht so sehr an Gaza, sondern das liegt am Westjordanland. Dort ist palästinensischen Staat, der nachhaltig den Nährboden entzogen wurden durch die israelische Siedlungspolitik, die darauf setzt, die dortige autochthone Bevölkerung nach und nach zu vertreiben. Das sollte man hier noch dazu sagen. Aber das kann man in so einer zweiminütigen Bundestagsrede natürlich nicht sagen. Also, was Mohamed Ali jetzt zum Schluss gesagt hat, die deutschen Waffenlieferungen nach Israel, das ist natürlich ungeheuerlich. Es braucht sofort ein Waffenembargo. In Kriegsgebiete sollten allgemein keine Waffen geliefert werden und erst recht nicht an einen Staat wie Israel, der so brutal gegen Zivilisten unter Missachtung aller humanitären, aller völkerrechtlichen Standards vorgeht. In diesem Sinne, gute Rede von Mohamed Ali, die das Elend der deutschen Außenpolitik hier kurz zusammenfasst. Ich hoffe, da macht das BSW noch mehr zu. Also zu diesem, ja, also da fehlen einem wirklich die Worte, was da gerade in Gaza passiert, aber dazu macht ja keine andere Partei was. Also alle anderen Parteien, die stehen ja geschlossen hinter Israel und stützen das extrem brutale israelische Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza. Naja, ist ein trauriges Thema, aber auch darüber müssen wir reden.